Servus und herzlich willkommen. Im Urlaub habe ich mit meiner Mavic Mini Fotos gemacht und die möchte ich nun zu einem Panorama oder einen Teil davon zusammensetzen. Ich habe dazu die Mavic Mini sozusagen in die Luft gestellt, immer wieder ein bisschen gedreht und Fotos gemacht, so dass ich eine Überlappung habe. Die Fotos setzen wir in Affinity Photo zusammen und werden sie kurz bearbeiten. Oder das Bild kurz bearbeiten. Dazu gehen wir in Affinity Photo, gehen dann auf Datei, neues Panorama. Wir bekommen dann dieses Fenster. Hier gehen wir auf Hinzufügen. Und ich habe es mir gemerkt, von 400 bis 404 ist eine Reihe. Die öffne ich jetzt. Dann gehen wir auf Zusammenfügen und bekommen schon eine kleine Vorschau. Wenn ich jetzt auf OK gehe, siehst du, wie das Bild analysiert wird in Affinity Photo. Die Helligkeitswerte werden untersucht. Das Ganze wird zusammengesetzt, übergangslos. Es funktioniert wunderbar. Ich gehe auf OK und du siehst, es wird gerendert. Die Helligkeit ist hier korrigiert worden. Es passt wunderbar zusammen. Ich schalte nun in den Vollbildmodus und nun werde ich das Panorama beschneiden. Dazu gehe ich oben so, dass alles angeschnitten ist, seitlich genauso. Unten gehe ich so weit nach oben, dass von hier unten alles angeschnitten ist. Die Ecken lasse ich auf, das werde ich korrigieren. Ich drücke Return und gehe in die Fotopersona. Jetzt fragt er nach, ob er das Panorama verwenden soll. Ja, soll er anwenden. Nun sind wir in der Fotopersona und ich werde mit dem Kopierstempel nun die Ecken unten auffüllen. So, haben wir die Ecke fertig. Auf der gegenüberliegenden Seite, also mit Alt einen Punkt anvisieren. Dann können wir das Ganze benutzen. Wieder mit Alt abändern. Nochmals. Dann gehen wir hier rüber. Diese Arbeit ist das Ganze wert sozusagen, weil wir dadurch an Höhe gewinnen, was bei diesem Foto ist, das ist nicht so optimal geworden. Vielleicht nehmen wir von hier noch etwas ab. Ja, besser. Weil wir dann eben an Höhe gewinnen durch diese Ecken, die wir sonst eben hier beschnitten hätten. Jetzt haben wir ein komplettes Bild. Um das Ganze noch etwas satter zu machen, verwenden wir den Filter Dunst entfernen. Wir gehen also oben in der Leiste bei Filter auf Dunst entfernen. Es wird nun wieder analysiert und ein Vorschlag gemacht. Du siehst, der Himmel ist jetzt bedeutend besser, mehr Zeichnung. Das Wasser ist schöner. Hier ist es vielleicht ein bisschen kräftig. Deswegen gehen wir mit der Stärke des Filters leicht zurück. Du siehst es oben, wenn ich. So weit zu viel. Das war hier oben war zu kräftig, aber ich würde mal sagen, hier in dem Bereich ist es gut. Stellen wir das so in etwa hin, sagen anwenden. Und jetzt werden wir noch den Filter Schattenlichter verwenden. Drücken auf Standard. Die Lichter werden wir nicht verändern, aber die Schatten, die können wir noch ein bisschen aufmachen. Ich zeige dir, wenn es zu viel ist, dann blasst es aus, ist kein Kontrast mehr. Müssen wir also so ein Mittelding finden, dass die Schatten etwas heller sind, aber der Kontrast noch gegeben ist. Also ich würde sagen, vielleicht so bei 30. Genau. Und jetzt haben wir ein wirklich tolles Bild erzeugt. Schöne Aufnahme aus der Luft, wunderbare Landschaft. Fertig. Vielleicht hat dir dieser Tipp gefallen oder dir geholfen. Du kannst es ja auch mit normalen Fotos, muss nicht von einer Drohne sein, mit normalen Fotos bearbeiten oder so nacharbeiten. Mit Affinity, wie du siehst, funktioniert es wunderbar, ist ein tolles Programm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Servus.